Ups. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal, zu Hause am Stream. Vielen Dank für den Auftrittsapplaus. Vielen Dank für den Auftrittsapplaus. Herr Kollege Bombis, in der Tat, man könnte natürlich auch sagen, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem, aber ich danke Ihnen für die Ausführung, dass schon vor Inkrafttreten des Nichtraucherschutzgesetzänderungsgesetzes 80% der gastronomischen Betriebe in Nordrhein-Westfalen rauchfrei waren. Es geht also hier und ging hier einzig und allein um die Verfolgung ideologischer Ziele. Die restlichen 20% sollten gefälligst auch noch rauchfrei sein. Sie selbst von der regierungstragenden Fraktion sprechen davon, Rauchanteil 30%. 30% der Bevölkerung rauchen, vielleicht ein bisschen weniger. Da sprechen Sie von einer Minderheit. Also bei mir sind 30% noch nicht Minderheit. Wenn wir ins Gesellschaftsrecht schauen, sehen die Minderheiten etwas anders aus. Da fangen wir bei 5% an und je nach Gesellschaftsvertrag vielleicht nochmal 20%, aber sicherlich nicht bei 30. Wir reden von einem Drittel der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen. Da sprechen Sie von Minderheiten. Diese wollen Sie nicht schützen, sondern Sie wollen die schützen, die überhaupt gar nicht, also die wollen diejenigen schützen, die ihr Recht auf freie Entscheidung, wo sie hingehen, in Gaststätten mit Rauchen, in Gaststätten ohne Rauchen, schlicht und ergreifend vom Tisch gewischt wird. So läuft das nicht. Das ist Ausdruck eines Rechtsverständnisses, welches ich in diesem Hohen Hause ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Es gibt kein Recht auf Besuch einer rauchfreien Gaststätte. Herr Yüksel, zu Ihnen komme ich gleich noch. Zu Ihnen komme ich gleich noch. Sie haben hier erstaunlicherweise etwas gesagt, oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, was dieses Rechtsverständnis in der Tat unterstützt. Sie haben nämlich gesagt, Sie wollen diejenigen schützen, die sich zu lange, und ich zitiere aus dieser Sitzung, die sich zu lange einer großen Gefahr ausgesetzt haben. Man achte genau auf die Terminologie, die sich zu lange einer großen Gefahr ausgesetzt haben. Wenn ich mich persönlich einer großen Gefahr aussetzen möchte oder ausgesetzt wissen möchte, werde ich das tun? Das wird keine Partei in diesem Hause, keine Landesregierung verhindern. Es ist mein gutes Recht, mich einer Gefahr auszusetzen. Ganz einfach. Kommen wir mal zurück zu den weiteren Fakten. Während die Gesetzeslage vor 5 Jahren noch von einem Miteinander ausging, geht es heute nur noch um ein Gegeneinander. Das Gesetz hat mittlerweile dazu geführt, dass also teilweise tumultartige Szenen vor Gaststätten in Nordrhein-Westfalen zu beobachten sind. Es hat dazu geführt, dass Ordnungsämter einschreiten müssen vor Gaststätten. Es hat dazu geführt, dass also hier Lärmschutz nunmehr in besonderer Weise im öffentlichen Raum zu beachten ist, weil die Raucher auf die Straße gehen. Das stört die Nachbarn. Das wurde ja hier schon auch mehrfach angesprochen. Das führt hier zu einer Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Dieses Gesetz, was wir letztens verabschiedet haben, ist ein Spaltungsgesetz. Und es geht ja nicht nur ums Rauchen. Es geht ja nicht nur ums Rauchen. Rauchen, sprich Tabak verbrennen. Dieses Gesetz hat ja darüber hinaus auch den Verbotscharakter bezüglich der E-Zigarette. Ja, wurde noch gar nicht erwähnt, Frau Ministerin, wurde noch gar nicht erwähnt. Und es gibt, wie Sie wissen, oder gibt ein Gutachten, welches klar, oder mehrere Gutachten, die klar sagen, dass also im Vergleich zum Konsum von Tabak, der Konsum oder auch das Verdampfen von Liquids durch E-Zigaretten, sogenannte E-Zigaretten, eben nicht den entsprechend schädlichen Gehalt für die Nichtraucher mit sich bringt. Aber auch das haben Sie ja verboten. Auch das haben Sie verboten. Auch da fragt man sich, wo ist eigentlich hier die Verhältnismäßigkeit? Und wenn ich, Herr Yüksel, Ihnen Ihren Zwischenruf von eben mal aufgreifen darf, als es nämlich darum ging, als Herr Bombis davon sprach, es geht hier um Verhältnismäßigkeit bei Gesetzen. Da haben Sie gesagt, wozu brauchen wir hier in diesem Bereich Verhältnismäßigkeit? Es geht hier um Nichtraucherschutz. Also auch das ist wiederum Ausdruck eines Rechtsverständnisses, welches ich in unserem Staat nicht verstehen kann. Ferner sprechen Sie davon, Frau Ministerin, auch Freiheit ohne Frau Schneckenburger war es. Freiheit ohne Verantwortung. Was ist denn das für ein Käse? Entschuldigung, mit Verlaub. Freiheit ohne Verantwortung. Und dort, wo die Verantwortung von Bürgern nicht wahrgenommen wird, wo Sie davon ausgehen, dass hier nur noch Soziopathen miteinander umgehen, müssen Sie diese Verantwortung übernehmen und den Rest der Bevölkerung auch noch Verbotsgesetze vor die Nase setzen. Es tut mir furchtbar leid.
Es mag ja sein, dass Sie das Ganze hier als Wahlkampfgetümmel abstempeln. Ich sage Ihnen eines, das wird es nicht sein, denn auch nach der Bundestagswahl am 22. September wird ein Thema der Freiheit von Bürger, wird das Thema des Nichtraucherschutzes weiterhin Thema bleiben. Bis zur nächsten Kommunalwahl. Nämlich dann, wenn die Bürger darüber zu entscheiden haben, ob sie in den Kommunen, in denen sie leben, rauchen dürfen, wo sie wollen oder nicht. Wenn sie das in öffentlichen Gebäuden verbieten, ist das in Ordnung, ist das vollkommen in Ordnung. Aber im Bereich der Privatwirtschaft, und darum geht es, ist ein Verbot dieser Art und Weise schlicht und ergreifend verhältnismäßig nicht akzeptabel. Es ist nicht akzeptabel, und Sie können davon ausgehen, jedes Mitglied der Fraktion der SPD und der Grünen hat vielleicht schon davon gehört, in vielen Gaststätten in Nordrhein-Westfalen haben Sie alle persönlich mit Aushang Ihrer Bilder Hausverbot. Hausverbot. Ich verweise auf die Internetpräsenz von www.raucherkneipen.eu. Ich habe das, ich habe es oben am Platz liegen. Sie können es sich da mal anschauen. Es ist überall in den Fenstern. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Wirte und mit Ihnen auch die Gäste, die wollen Sie in diesen Gaststätten definitiv nicht mehr sehen. Und zwar in den jetzt rauchfreien Gaststätten. Und das ist eine Sache, da sage ich Ihnen, das wird dann die Quittung bei den nächsten Wahlen geben. Vielleicht nicht bei der Bundestagswahl, aber sicherlich bei den nächsten Kommunalwahlen. Dankeschön.